So, heute will ich euch mal zeigen, wie man ein DNL-E-Book aktiviert. Ihr habt folgende Option: Ihr könnt das E-Book zuerst kostenlos anlesen oder ihr könnt es natürlich auch sofort aktivieren. Doch wir wollen erst einmal einen Blick ins E-Book werfen. Überzeugt euch, dass ihr den richtigen Titel downgeloadet habt. Manche Bilder lassen sich auch per Pop-up vergrößern. Ihr könnt die auch ausdrucken und ihr könnt das Pop-up auch wieder schließen. So, jetzt werfen wir einen Blick in die Inhaltsangabe des E-Books. Dort sind die Kurzgeschichten aufgelistet. Wenn ihr eine Kurzgeschichte anwählt, die im geschützten Bereich des E-Books liegt, könnt ihr diese nicht lesen. Aber ihr könnt die ersten Seiten des E-Books kostenlos lesen. Ihr könnt sie umblättern, entweder unten mit der Menüleiste oder ihr geht mit eurer Maus direkt aufs Buch und klickt dann auf die Seite. An einer bestimmten Stelle des E-Books geht dann das Aktivierungsfenster auf. Das ihr aktiviert, dann lädt sich der Server die aktuellen Daten des E-Books herunter. Überzeugt euch nochmals, dass es das E-Book ist, das ihr aktivieren wollt. Dann müsst ihr den Bestimmungen und Lizenzbestimmungen zustimmen. Dann füllt ihr eure Daten aus. Ihr habt die Möglichkeit, die Währung auszusuchen, in der ihr bezahlen wollt, in diesem Fall Euro. Dann habt ihr die Möglichkeit, eure Kreditkarte auszuwählen, entweder Mastercard, Visa oder American Express. Füllt die Daten aus und damit lässt sich dann das Buch innerhalb von wenigen Sekunden aktivieren. Und jetzt wünsche ich all meinen Lesern viel Spaß beim Lesen von DNL E-Books. Explodieren könnte ich geradezu, das geht schneller und im Nu, wenn du mich so weiterhältst und nie.